Hallo liebe Heimwerker-Freunde, mein Name ist Luke, Luke der Heimwerker, und heute zeige ich euch, wie man auf jeden Fall Decken einreißt. Los geht's! Nein, du sollst einfach nur so da weiter Decke einfach. Over swagger, I'm rerouting all the data, and you claiming you the greatest, but why does it even matter? Yo, that weirdo with them weird flows on scratched out on my earlobes, and money might be infinite, but Sturge is on zero. Everything you do, I don't. Everything you bought, I'm not. You might know the signs, but you're fucking with the astronaut, and you walk in the path you give it, but you're never gonna know the difference. And you might got a problem, say it, but all of my problems clinic, and we get bubbles. Marvin? Ja? Wie lange bleibst du heute? Bis Ende. Nee, weil der Mike hat fragt. Dann er kommen soll. Ja. Er und er fragt und er fragt, ob er heute noch kommen soll. So bei Schamansch. Wasted, and I'm up on Zeltron. Y'all weird ones on cultivation, cause third up and swag on. Yeah, that's why my words are so reluctant. And I'm hoping all you cool kids doing something. They say I never come back. Mine is on that one track. And I'ma do it how I do it till my heart cracks. They say I never come back. Started out in dead last. So I move back. So, liebe Freunde, wir sind jetzt eigentlich schon fast fertig. Da oben ist der Baumeister. Baumeister, was sagen Sie? Was denn? Was sagen Sie zur aktuellen Lage? Ja, passt gut, ne? Ja. Ja, ich denke mal. Totale Zerstörung! Genau das meine ich auch. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wie man eine Decke richtig zum Einstürzen bringt. Ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Euer Luke hier, Luke, der Heimwerker. And the kid might buy the image, but he don't know why he did it. He been on that blinded vision, cause they don't know my intentions. And he might be thinking different, so they might find me offensive. Everybody in the world is great.